Hallo liebe YouTuber, ich habe neue Vasen bekommen und ich finde, die sind richtig, richtig schön. Auch bei Vasen ist es immer ganz interessant, was die für eine Qualität haben. Die sind durchgefärbt und auch wenn man die in der Spülmaschine hat, dann ist diese tolle Farbe noch da. Und passend dazu, es ist natürlich auch Sommer, gibt es jetzt auch blühende Artischocken. Das ist also eine richtig große und richtig schwere Blüte. Ja, die hat also richtig Gewicht. Und ich musste unbedingt mit diesen schönen Vasen und mit diesen tollen Blüten ein neues Video machen. Das ist dann so eine typische Sommerblüte, hält auch sehr, sehr gut. Und blühende Artischocken gibt es also im Großhandel zu kaufen. Und ich bin immer ganz glücklich, wenn ich sowas Tolles finde. Und dann dachte ich, ich muss unbedingt das neue Video passend zu diesen schönen Blumen machen. Dann habe ich natürlich gesucht nach Lila. Ich habe so eine schöne... bin wieder spazieren gegangen und zum Leidwesen meiner Mitspaziergänger bin ich ja auch immer am Sammeln und ich habe so eine ganz tolle Klette gefunden, die blüht so lila. Fand ich ganz irre und dann dachte ich, die muss auch mal in einen schönen Strauß. Also das heutige Thema, Sommerstrauß mit blühender Artischocke. Ja, und damit das natürlich floristisch gestaltet wird, habe ich auch schöne andere Blüten mitgebracht, die da wären. Moment, ich muss erstmal die Vasen ein bisschen schieben. Für diese tolle Zeit ist jetzt ein Traum, sind Alchemilla, auch Frauenmantel genannt. Ist so ein spielerisches, wunderschönes Grün. Nein, nicht Grün, Entschuldigung, es ist eine Blüte, weil ich habe tatsächlich in einem Video Grünsorten gezeigt und Alchemilla kaufen wir als Blume im Großmarkt und nicht als Grün, obwohl es grün ist und man könnte meinen, es wäre eine Grünsorte. Nein, es ist zu fein und zu edel, um nur grün zu sein. Aber Alchemilla ist also sehr, sehr, sehr schön. Ich nehme mal gern was Helles auch in den Sträußen, damit die Sträuße so freundlich aussehen. Das ist eine Nelke und bei der Nelke, da darf man das, dass man so ein bisschen Geburtshilfe leistet, nenne ich das. Eine Nelke kann man auch öffnen und wenn ich einen Strauß rund binde, dann kommt die Nelke natürlich schöner zur Geltung, wenn die schon eine Öffnung hat. Und deswegen mache ich das auch ganz gern, weil ich möchte ja, dass die Sträuße in der schönsten Optik für den Kunden zum Kaufen sind. Es beeinträchtigt nicht die Haltbarkeit. Dann habe ich eine Mini-Chrysantheme, auch Santini genannt, eine weiße. Die hat so ein schönes dunkles Gesicht. Und ich mache auch hier, also ihr seht immer, ich bin fleißig beim Erklären, bin ich schon immer am Zupfen. Ich mache immer viele Blätter ab. Und ich mache auch diese kleinen Verzweigungen, die da sind in der Chrysantheme, die kann man auch abmachen und da kann man immer noch so kleine, schöne, andere Sachen machen. Hier ist zum Beispiel auch von einer anderen Mini-Chrysantheme, da habe ich einfach ein kleines Sträußchen gemacht und das erfreut sich größter Beliebtheit, solche kleinen, netten Giveaways. Und genau die kann man aus diesen Seitenzweigen machen. Weil wenn ich das jetzt in den Strauß binde, dann verschwinden natürlich die unteren, die sieht man eh nicht. Und das ist sehr, sehr schade drum. Und deswegen mache ich die ab und mache dann noch was anderes Schönes damit. Und das, damit jede Blüte, ja, ihr sagt ja immer, ich gehe immer so würdevoll mit den Blüten um. Ja, damit jede Blüte schön zur Geltung kommt, genau das ist der Grund. Ist auch eine seltene Chrysanthemensorte. Dann kam ich, da heute mein Thema ja Lila ist und Nelken sind einfach schön und ganz toll haltbar. Ich kam auch nicht an dieser lilanen Nelke vorbei, die ich auch zu diesem Lila-Weiß-Grün-Thema mitnehmen musste und die ich auch gerne in diesen Strauß binden wollte. Des Weiteren habe ich Schleierkraut, das habe ich in einem Roséton genommen. Und auch das sieht ja, es hat ja wieder so verschiedene Längen. Ich teile das einfach, um eine Länge zu erreichen, die ich in den Strauß reinbinden kann. Und bereite mir auch meine Blüten schön vor, die ich mir jetzt auch auf den Tisch vor mir lege, damit ich die alle gut arrangieren kann. Ich brauche, damit ich ein bisschen Volumen bekomme, ich brauche natürlich Efeu, einen schönen buschigen Efeu. Und auch der wächst nicht immer so, wie ich ihn im Strauß am besten gebrauchen kann.
auch den muss ich mir so teilen und putzen, dass ich den gut benutzen kann. Ich lege schon immer ganz vorsichtig die Baumschere ab, weil wenn das so knallt, da wurde ich schon gerügt, dass ich so viel Krach mache im Video. Ich bin also stets bemüht, wie ihr seht. Ja, und dann nehme ich auch noch Pistazie. Alle Grünsorten müssen erstmal geputzt werden. Die kommen nicht so schön, wie wir sie im Strauß verarbeiten, kommen nicht so schön an. Und wir müssen da auch eine kleine Seitenverzweigung abmachen. Und bevor die dann im Strauß gut arrangiert werden können, es kann auch sein, dass wir mal ein Blättchen abzupfen. Das passiert natürlich alles immer so im Video nebenher. Also ich muss dieses Grün schon bindefähig machen. Und so kleine Schnipsel, die lege ich dann auch ganz gern einfach zur Seite, weil diese kleinen Schnipsel, die landen dann in diesen Mini-Sträußchen, wie ich das kleine Gelbe eben gezeigt habe, dass die Leute auch ganz toll finden. Und oft verschenken ja die Kunden die Sträuße und dann sind die ganz verzückt, wenn sie selber noch so ein Mini bekommen, den sie sich in die Küche oder an den Schreibtisch oder ja, an einen schönen Platz zu Hause hinlegen können. Das finde ich ganz klasse. Die Straußmitte ist natürlich die Artischocke. Die ist ja auch mein Highlight und deswegen fange ich mit der Artischocke an und arrangiere erst einmal grün darum herum. So, wenn Efeu nicht so schön ist, dann schneide ich den natürlich weg, weil es soll ja alles sehr frisch aussehen. Ja, ich fange an mit dem Grün, kann auch dazwischen ein bisschen Schleierkraut schon mal einen Stiel arrangieren. Und wie immer, wie in jedem Strauß immer wieder gezeigt, binde ich diesen Strauß in der Spirale. Ich brauche Grün, dass ich auch so einen gewissen Abstand von den Blüten zu meiner Artischocke habe. Und überlege mir natürlich immer, wo arrangiere ich welche Blüte. Und das auch hier, das ist ein bisschen Lila, ein bisschen Schleierkraut. Die Nelke. Und wenn ich so ein Blatt habe, wie so ein Efeublatt, das hier so reinwächst, dann wird das einfach mal abgezupft. Die sind natürlich nicht immer von der Position her so, wie ich sie gern hätte, aber sie müssen. Bleibt ihnen nichts anderes übrig. Und je mehr Grün und je mehr Blüten ich habe, desto einfacher wird es auch, die Blüten in der Spirale anzulegen. Also das Grün dient natürlich definitiv als Abstandshalter für mich im Strauß, klar, damit ich diese Blüten adäquat arrangieren kann, dass die eine schöne Position bekommen. Ich überlege mir auch immer sehr gut, welche Blüten positioniere ich wo im Strauß. Das Schleierkraut, das arrangiere ich immer so dazwischen. Ja, und man sieht auch, Schleierkraut füllt sehr schön, ja, weil sonst habe ich hier solche Lücken. Das heißt, da kann ich auch Schleierkraut nehmen. Sorry, ist wieder eine E-Mail reingekommen. Bestimmt wieder irgendwelche Aufträge. Werde ich nach dem Video überprüfen. Hat jetzt keine Prio. Prio habt ihr jetzt natürlich. Dann habe ich ja auch noch meine Mini-Chrysanthemen. Ups, oh, genau. Ist ja schön, dass es auch mal im Video passiert. Da hat sich eine Nelke verabschiedet. Und Nelken sind leider Gottes in den Stielen sehr brüchig. Die brechen auch genau in den Knoten. Ja, und das passiert leider recht schnell, wenn man eine Nelke auch so ein bisschen, genau, jetzt ist auch der Stiel noch runtergefallen. Ja, jetzt ist alles weg. Also wenn man so eine Nelke hier in den Strauß bindet, wenn man sicher gehen will, dass das nicht passiert, dann sollte man am besten die Nelke anlegen und dann gleich grün, also ein Stück grün, Efeu oder Pistazie, gleich grün noch drüber legen. Und dann kann man, naja, zwar nicht definitiv verhindern, weil Nelken lassen sich nicht um die Ecke biegen, aber dann kann man zumindest dieses Risiko reduzieren, dass die Nelke bricht. Also ansonsten ist dieses Risiko leider echt gegeben und es ist mir auch noch die zweite lila Nelke abgebrochen. Ich hole nachher gleich nochmal zwei neue.
ist kein Problem, weil genau dieses Problem, so damit es bei der nächsten Nelke nicht passiert, gehe ich jetzt her und mache gleich grün, leg gleich grün drunter. Ich finde es super, dass das im Video passiert. Das ist wunderbar, weil genau das sind die Probleme, mit denen man da in der Regel ja kämpft, wenn man einen solchen Strauß binden will. Und wenn man dann denkt, verflixt, was mache ich denn da? Da kann man auch sehr gut Abhilfe schaffen, das ist gar kein Problem. Aber die lilanen Nelken, also die müssen definitiv noch mit rein. Das heißt, ich habe noch welche und die werde ich mir auch gleich noch holen. So, also es gibt, ich habe natürlich Gott sei Dank noch mehr schöne lila Nelken. Habe die also gut geputzt und gucke jetzt meinen Strauß an und suche mir einen schönen Platz. Und was ich jetzt mache, ist, ich füge diese Nelke einfach ziemlich am Schluss ein. Also das ist auch eine gute Methode, um dieses Abbrechen zu verhindern, um dieses Risiko zu reduzieren. Einfach erst später die Nelke einfügen und dann reduziert man dieses Bruchrisiko. Und also Nelken haben vor allem im Winter leider deutlich brüchigere Stiele als im Sommer. Im Sommer haben wir oft sehr stabile Stiele, aber wenn immer man die ein bisschen robuster anpasst, und das geht uns auch beim Putzen so, dann haben wir ganz oft dieses Problem. Und ich konnte auch nicht widerstehen, Alchemilla mit in den Strauß zu nehmen, weil er macht den optisch noch größer und schöner. Und ich arrangiere das Alchemilla rund um den Strauß herum. Und dann habe ich jetzt auch so eine Größe in dem Strauß mittlerweile. Also es ist jetzt eine schöne Abwechslung zwischen Alchemilla und Schleierkraut. Und dann habe ich jetzt so eine schöne Größe in dem Strauß, dass ich auch das Randgrün jetzt auf jeden Fall anlegen kann. Dann nehme ich sehr gerne so einen Strauß schöne Aralienblätter. Das sind diese hier. Und lege die im Strauß an und sehe auch, es macht den Strauß wertvoller. Sieht ganz toll aus. Und die Aralienblätter, die sind jetzt sehr, sehr fest. Aber trotzdem, was ich immer mache, ich stütze die Aralienblätter mit Salal oder mit Kirschlorbeer. Hier ist ein ganz toller Kirschlorbeer. Da zeige ich dir gleich mal, habe ich auch im Garten heute Morgen gefilmt, einen kleinen Exkurs, wie der Kirschlorbeer aussehen soll und wie man den am besten schneidet, in welchem Zustand. Der Kirschlorbeer ist jetzt natürlich ganz toll, wenn der so schöne, feste Blätter hat. Und es gibt also Sorten mit diesen großen, runden Blättern. Ich lege mal meine Hand dazu, dass man auch sieht, wie groß die sind. Und die lassen sich natürlich hervorragend als Umrandung, als Blattmanschette für Blumensträuße verwenden. Hier sieht man auch, am schönsten sind also die Stücke, die dann so richtig schön fest sind. Ja? Und die nicht so, wo die Blätter nicht so lapperig runterhängen, sondern die so schön fest und gerad stehen. Und damit man mal sieht, nach was man Ausschau halten muss, zeige ich das mal am lebenden Objekt. Am schönsten ist natürlich dann so ein großer Kirschlorbeer. Ich hoffe, du hast sowas im Garten. Das wäre natürlich der absolute Traum. Und da kann man dann auch schön schneiden. Ich stütze die Aralie rundum mit Kirschlorbeer, und um das am besten zu demonstrieren, also das ist jetzt erstmal die Vorderseite, um das am besten zu demonstrieren, werde ich gleich mal zeigen, was ich hier Schönes gemacht habe, weil die Blumensträuße, ich finde so die Wahrheit des Bindens und wie so ein Strauß aussieht und wie frisch die Stiele sind, die sieht man tatsächlich meistens erstmal, wenn man den umdreht. Und was ich natürlich sehr gern tue, also das ist schon mal die Vorderansicht, die, ja, würde sagen, Aufgabe erfüllt. Das Passende zu der Vase ist doch gefunden und der Strauß ist von unten jetzt also sehr, sehr schön abgestützt und ich binde
Ich binde den Strauß jetzt über meiner Hand. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, nicht unter der Hand, weil dann würde mir natürlich auch wieder einiges auseinanderfallen. Und manche Kunden, die sagen dann, soll ich den so gebunden lassen? Ja, ja, natürlich, weil sonst könnte ich mir die ganze Arbeit des Bindens, alles was ich hier so mache, das könnte ich mir eigentlich sparen, wenn die Kunden das wieder aufschneiden in der Vase. Das wäre wirklich jammerschade um die Arbeit. Das ist natürlich das, die ganze floristische Bindearbeit ja, umsonst. Und damit es nicht passiert, sagen wir es natürlich dazu. Der Strauß hält auch definitiv besser gebunden. Das kann man auch dazu sagen. Ja, und jetzt probiere ich doch gleich mal, wie der sich in meiner neuen Vase macht. Und würde sagen, ich hoffe, du siehst es auch so. Ich würde ihn bei mir hinstellen. Ja, insofern freue ich mich, dass du zugeguckt hast, auch bis zum Schluss, weil es gibt ja immer viele, viele, viele wertvolle Tipps in meinen Videos und die erzähle ich so zwischendurch. Also es lohnt sich immer total dran zu bleiben und gut zuzuhören. Und ich sage jetzt einfach Tschüss und viel Freude beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Ganz liebe Grüße von deiner Margit. Tschüss!